wirklich tolle am Studio. Nach einer Homeoffice. Diese Ausgelassenheit und die Freiheit gehören dazu. Es war wie ein Vergnügungspark für Erwachsene. Auf der Empore war es dunkel. Die Leute gingen hoch und vielleicht gab es auch mal einen Blowjob. Das gleiche geschah auf den Toiletten. Im Keller lagen Matratzen und ich ging oft runter und hatte Sex mit vielen Leuten. Das ist aber normal. Sehr viel. Aber. Nicht schwanger zu werden. Sie konnten sich einfach amüsieren und jede Menge Sex ohne Folgen haben. Warum auch nicht? Es ging immer nur um Frieden und Freiheit. Man konnte alles ausprobieren. Steve hatte oft diesen riesigen Mantel an. In diesem Mantel hatte er Geld und Drogen. Er genoss jede Nacht. Steve hatte mehr Spaß als jeder andere. In unserem Club konnte er sich wohlfühlen und seine Sexualität akzeptieren. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Dieser Raum hatte eine theatralische Qualität, wie ich sie zuvor noch nie gesehen hatte. Es war eine Erfahrung, die alle Sinne gleichermaßen ansprach. Pretty much all of your senses. In diesem Business zählt das Bauchgefühl. Hier ist ein Genie darin, Erlebnisse für andere entstehen zu lassen. Wir sind in jeder Hinsicht bis ans Limit gegangen. Egal, ob es die Bauvorschriften, die Shows oder die Moral betraf, wir gingen bei allem bis an die Grenze. Und zeigen, dass alles möglich ist. Und genau das war es auch. Grenze, eine Delle. Alle Mitarbeiter wussten, dass sie Teil der Show waren. Jeder von uns musste eine hervorragende Vorstellung zeigen und für den besten Service sorgen. Ein incredible Service. Wir waren so aufgeregt und high vom Erfolg, dass ich noch nachts das Geld zählte. Das machte mir Spaß. Ich nahm das Geld aus dem Beutel, sortierte es und teilte es in drei Haufen. Einen für mich, einen für Steve und einen für Jack. Und wenn man oft dort war, fiel einem auf, dass mitten in der Nacht die Kassenbonrolle gewechselt wurde. In the middle of the night. Da, die Gäste bemerkten das und das sprach sich herum. Es war erhebend zu sehen, wie sich unser Lebenstraum erfüllte. Sich, warum wir für jeden Abend eine neue beantragen. Wir waren ein Nachtclub und alle wussten das. Roy Cohn war zu dieser Zeit unser Anwalt. Ich rief ihn an. Er musste uns helfen. Roy Cohn, ihr Anwalt, vertrat auch Mafia-Bosse und andere schwere Jungs aus Manhattan. Somit war mir klar, weshalb sie vor nichts Angst hatten. Falls Disney für einen Angeber. Seht uns an, wir haben Spaß und verdienen Unmengen von Geld. Er war sehr stolz auf all das. Ich hielt es für eine Riesensumme. Ich rief ihn an und sagte, damit forderst du die Steuerfahndung förmlich auf, an seine Tür zu klopfen. Und er sagte, nein, die machen uns keinen Ärger. In der schicken Disco kam es heute Morgen zu einer Razzia. Mehr als 20 Finanzbeamte mit Durchsuchungsbefehlen beschlagnahmten alles, was nur im Geringsten etwas mit den Finanzen zu tun hatte. Die Razzia fand am 14. Dezember 1978 statt. Dieser war jemand hier zu. Sie waren schon drin. Ich versuchte es mit dem Schlüssel, aber das ging auch nicht.
Irgendwann machte mir der Einsatzleiter dann auf. Das war morgens um 9 Uhr. Er fragte mich, ob ich reinkommen will. Ich ging rein und hatte alle meine Unterlagen bei mir, wie immer. Ich legte sie auf den Boden und trat ein. Damit verscherzten wir es uns noch mehr mit der Polizei, weil es nicht der Wahrheit entsprach. Sie sagten, sie hätten darauf geachtet, alles ordentlich zu hinterlassen. Damit begann eine Litanei an Fehlern, die wir machten. Die Story schaffte es aufs Titelblatt der Daily News. Uns war der Ernst der Lage, in die wir uns manövriert hatten, nicht klar. Steve, wie haben Sie reagiert, als Sie hörten, dass man hier Kokain gefunden hat? Die Geschichte ist folklorisch. Sie haben Säcke voller Geld gefunden, genau wie es im Durchsuchungsbeschluss beschrieben war. Der Safe hatte eine fünfstellige Kombination. Das war für Kleingeld viel zu kompliziert. Also hatte ich es immer da oben liegen. Daher stammt die Geschichte vom Geld und seine Decke. Ich liebe das Studio 54 so sehr. Ich danke dir dafür, dass ich jeden Abend Spaß habe. Oh, was soll ich dazu sagen? Ich sag einfach Danke, bekenne dich schuldig. Ich werde mich nicht schuldig bekennen. Andy Warhol und Calvin Klein waren da. Diana Ross und Liza Minnelli haben gesungen. Und ich erinnere mich, dass Steve einen Hut wie Frank Sinatra trug. Und sie I Did It My Way. My Way, was soll das heißen? Wenn ich jetzt daran zurückdenke, es war so anmaßend. Was haben wir uns dabei gedacht? In dieser Nacht war die Musik intensiv wie immer. Denn wir haben getanzt und es war fabulous. Ich erinnere mich daran, dass ich nur tanzen wollte. Ich war so im Drogenrausch, dass ich nicht realisiert habe, was da vor sich ging. Ich dachte, die Party würde nie zu Ende gehen. Und vielleicht auch für die ganze Welt.
Das Studio 54 war kein Club, sondern eine Art gesellschaftliches Experiment. Und deshalb konnte es sowas nicht noch einmal geben. Was soll ich sagen?